Und damit willkommen zum wohl letzten Video, es sei denn, ich habe da noch Lust und möchte noch ein paar Videos zeigen oder keine Ahnung, falls euch noch mehr interessiert. Wir haben unser Team zusammengestellt, ja, ich habe einen Digitalmon im Team, was auch nicht weiter trainiert ist. Es ist einfach nur im Team, um eben noch einen extra Digimon zu haben, weil manchmal kann das schon helfen. So, eine Sache will ich noch ändern. Ich habe einen Kampf bisher gemacht, um das mal auszutesten, habe dabei festgestellt, ich habe was vergessen. Das ist eigentlich ganz gut, das ist auch ganz gut. Nicht das Mental Breakfield, glaube ich, weg. Denn wir haben hier mit ihr ein Perfect Revival, was verdammt gut sein kann. Deswegen, ja, lassen wir das mal drinne. Und ja, dann wollen wir einfach mal so anfangen, wie es gerade ist. Ich speichere nochmal. Und wir wollen jetzt einfach in diesem Part ein paar Kämpfe machen. Einen, wie gesagt, habe ich gemacht, um es einfach mal zu testen. Und es hat recht gut geklappt. Der Gegner hatte auch einiges an Mega-Digimon natürlich, aber er konnte tatsächlich nur zwei meiner Digimon besiegen. Und zwar lag das an Chaosmon. Denn Chaosmon ist sehr, sehr gefährlich. Also er kann ein sehr zweischneidiges Schwert sein. Deswegen muss ich da ein bisschen aufpassen. So. Ulfos Vetramon lässt uns zuerst angreifen. Das ist schon mal das, was ich machen will unbedingt. Und dann kommt ein Eternal Nightmare. Das ist so die Taktik, die ich gehen möchte. Leider ist in diesem Fall keiner eingeschlafen von dem Gegner. Aber nichtsdestotrotz sollte ich eigentlich in der Lage sein, mit einem Chrona Destroyer direkt das Plesiomon wegzuhauen. Ja, nicht ganz gereicht, aber fast. Ja, beziehungsweise auch nicht wirklich fast, aber... Na gut, erhöhen wir unseren Speed noch ein bisschen. Schauen mal, was er dann so vorhat. Guard Charge, okay. Das ist mir relativ egal, weil ich penetriere deine Defensive. Attack Charge, ja, er möchte sich halt auch ein bisschen hochleveln. Ja, okay, er boostet sich einfach komplett hoch mit seinen Leuten. Ist in Ordnung. Dasselbe mache ich auch. Nur, dass es bei mir wahrscheinlich etwas mehr bringen wird. Ja, ich möchte jetzt erstmal dich weghaben. Natürlich habe ich auch noch einen Acceleration Boost und einen Angriffsboost bei ihm. Aber ich möchte jetzt doch lieber erstmal das Ding da wegbekommen. Deswegen gehe ich da jetzt mal voll drauf und mache noch einen Eternal Nightmare. So, einer down. Die beiden schlafen leider nicht. Gut, ich bekomme aus dem Quake. Crit gegen dich. Mach Rush. Okay. Ah, der macht gut Schaden. Aber ich auch. Das war nicht mal so viel Schaden, aber hey. Auch noch ein Corona Destroyer. Schauen einfach mal, dass wir das Minervamon noch down kriegen. Im optimalsten Falle. Nicht ganz geklappt. Geben wir noch einen Saint Knuckle mit und schauen mal. Das Ding hält ganz schön viel aus, ey. Nicht schlecht. Ich halte leider dementsprechend nicht so viel aus. Aber gut, kommen wir zu meiner zweiten Garde dann. Yo Grey Sword. Okay, das geht aber nur gegen einen. Und geht sogar daneben. Wunderbar. Du bist gerade ein... du machst bitte erstmal das Minervamon fertig. Mit dem Bantio Blade. Ich sag mal, mega viel Schaden macht. Sehr gut. Vergiftest bitte mal erstmal das Ding. Und danach breaken wir deinen Angriff. Oh, wenn das gerade irgendwie nicht hingehauen hat. Habe ich das Falsche gedrückt? Merkwürdig, okay.
Man sieht schon, Chaos Summon hält einfach nichts aus, aber es macht viel Schaden. Da muss man halt ein bisschen aufpassen. Aber ja, wie gesagt, vom Schaden her ist das ziemlich gut. Schauen wir doch, dass wir dir das Ding reinhauen und dann sollte es eigentlich klappen. So, hat er noch andere Digimon? Nein, hat er nicht. Gut, damit haben wir den Kampf gewonnen. Wunderbar. Leider funktioniert das momentan irgendwie nicht so richtig mit Belfimon. Dass die Gegner da einschlafen. Wobei ich ja eigentlich eine 50%ige Chance habe, dass sie einschlafen, oder? 50% Chance, ja. Schade eigentlich. Dass das bisher nicht so geklappt hat. So, da haben wir noch ein paar Development-Sachen. Na gut, schauen wir nochmal. Schauen wir nach einem weiteren Kampf. Bisher klappt das ja ganz gut. Zwei Spiele, zwei Sieger. Ich bin überrascht, dass die mir so viel Schaden gemacht haben tatsächlich. Ich meine, ich bin sehr auf Speed und Angriff getrimmt, aber trotzdem. Ja, okay. Das dürfte nicht allzu lange dauern. Oh, okay, die halten doch ein bisschen was aus. Aber nichtsdestotrotz sollte das ziemlich böse enden für ihn. Ah, Verteidigung haben die echt viel, verdammt. Nicht schlecht. Es ist mal angucken, Gozumon und das Mediumon bekommen einfach keinen Schaden durch solche Mega-Angriffe. Schon irgendwo lustig. Aber ja, trotzdem. Sie kommen halt aber auch zu nichts. Und wenn sie angreifen könnten, würden sie wahrscheinlich keinen Schaden machen. So, und 30 Kämpfe müssen wir jetzt gewinnen. Ist eine ganz schöne Menge. Ich weiß gerade gar nicht, bei wie vielen ich bin. Ich müsste jetzt vielleicht 5 Kämpfe oder sowas gewonnen haben. Warte mal, steht das? Stand das jetzt da? Ich habe gerade nicht hingeguckt, genau. Nummer von Kämpfen 7. Ich habe 7 Mal gekämpft. Ich habe auch ein paar Mal verloren, als wir das gezeigt haben. Also kann gut sein, dass ich jetzt bei 5 oder 4 Siegen bin. Das heißt, ein Sechstel haben wir geschafft davon. Yeah. Aber davon waren auch bisher nur 2 Kämpfe einigermaßen anstrengend. Den einen habt ihr nicht gesehen. Mal schauen, was uns noch so erwartet hier. Okay, sehen wir, da haben wir schon eine ähnliche Taktik beim Gegner. Aber der Gegner hat auch schon Nein gesagt. Okay, der Gegner hatte keinen Bock. Schade eigentlich, das wäre interessant geworden. Vor allem, wir haben beide Ulforce Vedramon und Belfimon Sleep-Modus drin. Das wäre etwas interessant gewesen. Ah ja, das ist auch der Grund, warum ich meinen Ulforce Vedramon voll auf Speed gesetzt habe. Dass, falls es ein Ulforce Vedramon gegen Ulforce Vedramon gibt, dass ich dann den Vorteil habe, dass ich eben mehr Speed als dieses Ulforce Vedramon habe. Weil ich weiß ja nicht, wie das im Endeffekt ausartet. Ob es dann einfach sozusagen sich das gegenseitig negiert, der Effekt. Oder dass derjenige, der einfach mehr Speed hat, dann den Vorteil dabei hat. Okay, und er möchte sofort kämpfen, selbst mit so einem Team. Okay. Möchte ich mich nicht beschweren. Hören wir unseren Speed. Geben den Eternal Nightmare. Ah, das haben sie aber gut überstanden. Dann Corona Destroyer. Dieser Angriff ist so geil. Du darfst Victory Sword auf das Magna-Mon machen. Ah, das Ding hält ganz schön viel auf. Safety Guard, okay. Das ist, glaube ich, das, dass er einmal seinen Tod verhindern kann. Das war es dann jetzt aber auch für das Nightmon.
Kurai. Boom. Ich habe halt eigentlich gehofft, dass ich das besser nutzen kann, Belfmon, aber diese 50% procken nie wirklich. Naja. Kann man wohl nicht ändern. Da kommt ein Berserk Sword. Welches aber nicht mal trifft. Und wir changen jetzt euch beide raus. Okay, ein Heaven's Gate. Kann ein Insta-Death sein. War's zum Glück nicht. Speed Charge. Und jetzt wollen wir doch mal sehen. Jetzt würde ich erstmal vergiften. Okay, anscheinend war Safety Guard sogar eher was anderes. Was ich auch nicht unbedingt schlecht finde. Wenn es jetzt der Statusveränderung war, dann ist es auch okay. So, Pendragon's Glory. Oh ja, der tat weh. Oh, nochmal ein Speed Charge. Weil, warum nicht? Er macht einfach weiter mit Heaven's Gate, hofft, dass er wahrscheinlich einen Insta-Kill kriegt, aber ansonsten ist das jetzt relativ belanglos. Dich hauen wir nämlich jetzt ganz locker einfach weg. Oh, ein Ben Dragon's Glory. Leider keine Combo bekommen. Aber dann gut. Machen wir nochmal 10 Knuckle. Dürfte auch nochmal wehtun. Und mal schauen, ob er jetzt nochmal einen Insta-Death bekommt. Ich denke mal nicht. Ich hoffe mal nicht. Nö, bekommt er nicht. Das war's dann. Ah ne, es war doch tatsächlich das Ding. Interessant. Dann war's das jetzt aber. Um gut zu wissen, dass man es nicht durch so einen Combo-Angriff negieren kann. Durch einen Mehrfachtreffer. Ähnlich wie ein Fokus-Gurt kann man das nicht einfach aufheben. Gut zu wissen. So, schauen wir weiter. Wie gesagt, das ist die letzte Trophäe, die mir fehlt. Und viel mehr werde ich jetzt nicht machen. Ich werde jetzt halt die ganze Zeit hier kämpfen. Mal schauen, ob wir mal gute Gegner bekommen. Und ich weiß auch nicht, ob das überhaupt so eine gute Taktik ist, was ich hier fahre mit den beiden. Beziehungsweise mit meinen Digimon hier. Vielleicht sollte ich auch lieber Chaosmon und Beelzemon kämpfen lassen, weil die beide physisch sind. Naja. Schauen wir mal, ob wir noch einen guten Gegner finden. Und dann würde ich sagen, war es das auch mit diesem Video. Und ich würde mich dann wieder melden. Beziehungsweise ich mache hier einen Cut. Schau mal, ob ich noch einen guten Gegner finde. Und danach kommt noch ein Cut, wenn ich dann meine 30 Siege habe. Also, dass im Endeffekt in diesem Video noch zwei Kämpfe da sind. So, schauen wir doch mal hier. Der sieht doch interessant aus. So, wir fangen direkt wieder mit dem Speed Charge an natürlich. Und versuchen ihm jetzt den Eternal Nightmare direkt reinzugeben. Das sollte ordentlich Schaden machen, weil er zwei Daten-Digimon hat. Na, ja, sehr gut. Das Metallgarurumon schläft. Ich hoffe mal, dass die Destruction Cannon da reicht. Jawohl. Wir brauchen nämlich nicht so viel SP dafür. Und haben wir einen weiteren Speed Charge rein. So, Metallgarurumon kann sich nicht bewegen. Und mit Imperialdramon. Was würde er machen? Was war das? Verteidigung?
Okay. Dann verteidige dich. Ist mir auch recht. Ich hole mal einen Acceleration Boost. Und mach dann noch einen Speed Charge. So, Imperialdramon darf nochmal. Ah, Metallgarumon ist auch wieder aufgewacht. Was ist das für eine Bewegung? Verteidigt der einfach nur? Character Reversal. Okay. Soll mir recht sein. Oh, da haben wir wieder ein Combo. Sehen wir gleich am Schaden, wie viel Schaden das ist gegen das Imperialdramon. Relativ wenig. Gehen wir da einfach ein Nightmare rein? Ja, er verteidigt sich. Gut zu wissen. Das heißt aber auch, ich kann dir jetzt erstmal in aller Ruhe noch eine Destruction Cannon reindrücken. So. Jetzt stehe ich hier. Und kann mich boosten. Weil jetzt hat er nur noch einen Digimon. Welches scheinbar nicht wirklich angreifen möchte. Wenn ich die Chance jetzt nutze, um mich einfach nur zu boosten, ist das auch nicht schlecht. Ah, okay. So möchtest du also spielen. Mit einem Perfect Revival. Gut zu wissen. Aber dafür ist dein Imperialdramon jetzt auch offen. Für einen Angriff. Selbst wenn das jetzt gegen die anderen beiden nicht mehr so effektiv ist, sollte es trotzdem gut klappen. Ja, wir wollten, den ersten hat schon schlafen gelegt. Und das Imperialdramon selbst. Macht nochmal eine Statusbarriere, okay. Stört jetzt aber nicht, weil er das Ding schon drauf hat. Ja, und ich jetzt erstmal weg. Wunderbar. Restore. Okay, damit ist sein Garurumon wieder im Kampf. Übrigens tatsächlich gerade nicht mehr viel. Geben wir nochmal Beelzemon die Chance, Schaden zu drücken. Auch wenn das dementsprechend natürlich jetzt weniger macht. Ja. Aber gut. Acceleration Boost, okay. Probieren wir das Suhamon einzuschläfern noch. Was leider nicht klappt. Ich vermute mal, dass das nämlich heilen wird. Okay, es kann auch Perfect Revival. Das ist jetzt gar nicht nett. Na gut, mal schauen, was er jetzt vorhat. Wird wahrscheinlich jetzt einfach mit Ice Wolf Claw angreifen, ja. Wow, und das macht mega viel Schaden. What the fuck? Das meine ich halt. Warum überleben die so viel und nicht so wenig im Vergleich? Aber okay. Das wird schwer. Jetzt kommt meine zweite Garde. Ja, und ich komme nicht mal zum Angriff, weil er direkt wieder dran ist. Ist er echt im Vergleich zu mir einfach so viel schneller?
Weil meine Digimon sind schon auf Speed getrimmt im Endeffekt. Ja, Chaosmon. Wenn es nicht zum Angriff kommt, ist es fast unnütz. Ernsthaft, what the fuck? Wie sind seine Digimon so stark? Das verstehe ich nicht. Ich bekomme nicht mal da einen Angriff raus. Eine Vergiftung raus, meine ich. Also am Anfang sah es ganz gut aus, aber dann auf einmal, ja, macht er mich komplett fertig. So, knocken wir ihn einfach mal zurück. Auch da kommen nur Gegner, die ziemlich böse aussehen. Aber hey, irgendwie scheint es ein bisschen zu klappen, zumindest. Vielleicht sollte ich allgemein mit Examon anfangen. Das wäre eigentlich eine ganz gute Idee. Statt Behilfemon. Aber gut, das war's jetzt dann eh. Der hat mich komplett fertig gemacht. Das mit Imperialdramon, Metallgaruchumon und, was war's? Kusuhamon. Ich weiß halt nicht wie, aber es hat anscheinend geklappt. Dann greif mich bitte einfach an. Ja. Danke. Gut, dann würde ich sagen, ich melde mich wieder, sobald ich, meine 30 Siege habe, denn das sollte ich trotzdem schaffen. Auch wenn das jetzt hier gerade nicht optimal läuft. Oder gelaufen ist in dem Kampf. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Beziehungsweise, nee, beim nächsten Video einfach, wenn ich dann meine Trophäe dann hoffentlich habe. Also bis gleich. So, da bin ich wieder. Es sollte jeden Moment irgendwann soweit sein. Und ich denke mal nicht, dass er kämpfen wird. Dass ich meine 30 Kämpfe gewinnen oder gewonnen habe. Ich habe jetzt, glaube ich, 34 Kämpfe fertig. Habe halt zwischendurch auch ein paar Kämpfe verloren. Also 2-3 Kämpfe sind noch und er kämpft tatsächlich. Wow. Schau dir das an, er hat sogar noch seinen Cyberkörper. Das ist cool. Er ist auch ganz am Anfang des Spiels. Das ist echt einfach nur, ja. Das wird ein kleines Gemetzel. Aber hey, warum nicht? Und ja, ich habe einige Sachen feststellen müssen über dieses Spiel. Hab mich auch im Internet ein bisschen erkundigt. Und zwar kommen manchmal Gegner, die keine richtigen Gegner sind. Man erkennt das daran, dass sie eigentlich keinen Wert hinten dran haben, jetzt wie bei ihm AUT. Sondern dass diese einfach nur einen Namen haben und die gleiche Punktzahl wie man selbst. Und dann teilweise Digimon haben, die so wie sie sind, eigentlich nicht sein dürften. Also es gibt da zum Beispiel einen Agumon, einen Gabumon, es gibt einen Nanimon und die sind alle viel stärker, als sie eigentlich sein könnten. Also das Nanimon ist halt, hält mega viel aus und sollte eigentlich überhaupt keine Möglichkeit haben, gegen solche Mega-Digimon, wie ich das jetzt zum Beispiel habe, da irgendwas auszurichten. Aber ansonsten ist das Spiel auch ziemlich kaputt und broken. Es ist leider kein wirklich guter, kompetitiver Multiplayer. Die stärksten Teams, die man gegensetzen, die man treffen kann, sind meistens basierend auf Ulfors Vetramon, weil, ja, dass man eben diese Möglichkeit hat, zuerst anzugreifen, ist einfach richtig gut. Das hier ist zum Beispiel jetzt so ein Gegner, er hat genauso viele Punkte wie wir, ist genau derselbe Rang und hat auch keinen Dingensnamen dran, aber und ich habe auch schon mehrfach gegen das Ding jetzt hier gekämpft. Deswegen, ja, weiß ich, dass ich die hier besiegen kann, relativ simpel. Und ja, es ist halt leider ein bisschen sehr kaputt. Und der anscheinend beste Weg zu gewinnen ist tatsächlich mit 2 oder 3 Ulfors Vetramon tatsächlich zu kämpfen. Weil der Bonus deckt sich.
Das heißt, man ist dann gut 6-mal mit den Ulfos Vedramons erstmal dran, bevor der Gegner überhaupt was machen kann. Teilweise sogar mehr. Und dann muss man Ulfos Vedramon eigentlich nur noch Panic Wisp beibringen. Wenn der Gegner dann nichts gegen Panic hat, ja, ist er eigentlich das Hose. Wenn dann als zweites noch Lilithmon oder Dingens drin hast, dass halt nur zwei, nur in Anführungsstrichen zwei Ulfos Vedramon drin hast, die erstmal Panic Wispen. Und dann die anderen noch schlafen legst oder sowas mit Belfemon. Ja, dann kann der Gegner halt einfach nichts machen. Und ich hatte auch schon Kämpfe, wo ich, wo wir beide jeweils einen Ulfos Vedramon hatten. Er hatte Ulfos Vedramon und zwei Shining, Shine Greymon, Burst Mode. Und seine Taktik war es halt, ja, ich greife mit Ulfos Vedramon ja als erstes an im Endeffekt. Und die Shine Greymon Burst Mode machen dann einfach ihren Angriff, damit ich einfach direkt deine guten Digimon am Anfang wegkriege. Der Plan ist gut aufgegangen, weil er das eine Mal angefangen hat. Wir haben aber nochmal gekämpft und da habe ich festgestellt, wenn beide nur einen Ulfos Vedramon haben, wird es anscheinend zufällig entschieden, welcher von beiden den Vorteil hat. Weil beim nächsten Mal hatte ich den Vorteil und dann konnte ich seine Shine Greymons relativ leicht mit meinem Greymon da weghauen. Meinem Examon meine ich. Weil ich da einfach dann, ja, die ausgewechselt habe, ihnen viel Schaden reingedrückt habe, sie ausgewechselt hatten, dann hat er halt noch Marine Angemon im Hintergrund gehabt, was ich dann halt auch möglichst schnell ausnehmen musste. Aber das hat dann auf jeden Fall irgendwie geklappt. Viele Leute, die auch wirklich so kämpfen, die sehen dann halt, okay, du hast null Force Vedramon und kämpfen schon gar nicht. Teilweise auch, da haben wir die letzte Trophäe. Damit müsste ich jetzt auch die allerletzte Trophäe bekommen. Jawohl! Damit haben wir die Platin-Trophäe. Damit haben wir auch meine erste Platin-Trophäe. Wie geil ist das? So. Demon Story Cyber Slurf. Lassen wir das mal kurz synchronisieren hier. 100%. Jawohl. Alle Trophäen erreicht. Wunderbar. Wie gesagt, normalerweise finde ich das Spiel und alles echt gut, aber leider hier der Multiplayer nicht ganz so vielversprechend, nicht ganz so gut, wie ich es mir erhofft habe. Sondern er ist tatsächlich eher, ja. Es ist gut, dass wenn man gar keine Gegner hat, warum auch immer manchmal hier so ein Connection Error kommt, das passiert manchmal, aber dann geht es irgendwann wieder. Dass wenn gar keine Gegner da sind, dass man dann immer noch Computergegner hat, die auch einigermaßen schwer teilweise sind. Manche konnte ich zumindest sehr schlecht nur besiegen und manche sogar gar nicht. Dass man einfach die Möglichkeit hat, trotzdem immer noch ein bisschen weiter Punkte zu sammeln und eben auch diese Trophäe zu bekommen, wenn jetzt irgendwann mal keiner mehr das Ding online spielen würde. Der Nachteil ist halt, wenn man wirklich komplett spielen möchte, man kann nicht einfach mit Freunden kämpfen. Dann hier, er hat zum Beispiel keinen Bock, ist ja klar mit den Digimon. Man kann halt nicht einfach mit Freunden kämpfen, weil man halt einfach nur immer einen random Kampf hat. Und wie gesagt, mit Ulfos Vedramon ist es halt das Krasseste. Also wenn ich jetzt wirklich sagen würde, ich möchte jetzt hier kompetitiv spielen, würde ich mir noch ein zweites Ulfos Vedramon machen. Würde die tatsächlich anscheinend nicht mehr auf Speed trainieren, weil das relativ unnütz ist, aber ich könnte es vielleicht trotzdem machen, zumindest eins von beiden. Und dann halt mit zwei Ulfos Vedramon im Endeffekt starten. Und dann zusehen, dass ich halt mit den anderen Digimon dann irgendwie im Nachhinein aufräume. Hier haben wir zum Beispiel noch so ein Ding, wo es nichts weiter ist. Also, wie gesagt, es ist ein bisschen schade, dass es im Endeffekt ins Nichts verläuft, dieses Spiel. Dieser Online-Modus im Endeffekt. Aber man kann es wohl leider nicht ändern. Also, balanced ist das nichts. Man kann sich die Trophäe holen, das ist mal ganz interessant hier. Solche Kämpfe zu machen, immer mal so ein paar Strategien zu sehen, aber im Endeffekt sieht man in starken Teams eigentlich immer ein Ulfos Vedramon, oder meistens ein Ulfos Vedramon. Oftmals Lilithmon, weil das eins der stärksten Digimon ist, was den Schaden angeht. Und ansonsten hat natürlich auch immer nochmal andere Digimon wie Omnimon und sowas. Examon haben tatsächlich nicht allzu viele bisher gespielt, obwohl ich es tatsächlich sogar relativ praktisch finde. Wenn man mal ganz zu Beginn einfach einen Gegner hat, der relativ unangenehme Digimon hat, kann man diese einfach komplett aus dem Segel nehmen.
indem man es einfach auswechselt und danach hat er vielleicht nicht mehr die perfekt gestaffelt seine Digimon. Und man kann dann eben schnell auch ein anderes wegkommen, weil dann Lilithmon danach dran ist. Wenn er jetzt beginnt zum Beispiel wie jetzt der andere mit einem Ulfos-Vetramon und zwei Shine-Greymon Burst Mode, sind alles Antivirus-Digimon, dann macht der Tarnangriff von Examon schon ordentlich viel Schaden, dass sie alle unter der Hälfte sind. Und dann kamen, wie gesagt, Magna-Angemon und Beelzemon und Lilithmon noch rein. Und dann kam aber mein Lilithmon erstmal dran, bevor er überhaupt irgendwas machen konnte. Und dann konnte ich da erstmal ordentlich Schaden reinhauen. War nicht ganz so praktisch, weil Marine-Angemon, der kleine Engel. Der war, glaube ich, sogar Antivirus, deswegen konnte ich da nicht so guten Schaden drauf machen, aber es hat dann trotzdem irgendwie hingehauen. Aber wenn ich da jetzt zum Beispiel eben auch sowas auswechsel, dass ich drei Antivirus habe, dann mache ich erstmal ordentlich Schaden. Und dann kommt höchstwahrscheinlich auch ein anderes Digimon mal mit rein. Hier sieht man zum Beispiel Lilithmon. Diesmal ist aber auch ein tatsächlicher Gegner. Und wenn dann halt ein Daten-Digimon reinkommt, dann kann Lilithmon das halt ziemlich gut auseinandernehmen. Hier zum Beispiel würde ich es jetzt wahrscheinlich gar nicht mal so machen, wenn er kämpfen möchte. Denn ich greife auf jeden Fall zuerst an. Das heißt, ich kann höchstwahrscheinlich sein Rosemon mit einem Schlag ausnehmen. Aber er hat es gecancelt. Na gut. Einen Kampf mache ich noch. Ist mir jetzt relativ egal, ob es ein ordentlicher Kampf wird oder wieder so ein Kampf gegen irgendeinen Computer. Ich glaube, gegen ihn habe ich zum Beispiel auch schon mal gekämpft. Zumindest kann ich mich so ein bisschen an das Team erinnern. Aber er hat keine Lust. Ja. Wie gesagt, ich habe mir ein bisschen mehr erhofft. Leider hat es aber nicht ganz so hingehauen. Da war den wieder. Aber der hat immer noch keine Lust. Und ja, es spielen halt nicht allzu viele. Das ist halt das nächste Ding. Man kann sich rein theoretisch hocharbeiten. Selbst wenn man nicht jetzt so ein Mega-Digimon hat. Weil wenn einfach sowas hier kommt. Ja, den Kampf habt ihr eben schon gesehen. Da muss ich jetzt nicht nochmal kämpfen. Das ist total simpel. Und man kann sich da schon hocharbeiten und alles. Und vielleicht mache ich das noch, weil ich einfach Lust dazu habe. Dann werde ich aber wahrscheinlich auch diese unfaire Taktik in Anführungsstrichen nutzen, mir noch eine Ulfos-Vetramon oder sowas machen. Weil es halt einfach taktisch gesehen wirklich das Beste ist, was man haben kann. Da hier sehen wir einen Ulfos-Vetramon zum Beispiel. Bei diesem Team wird es jetzt eigentlich einfach nur darauf ankommen, wenn wir denn hätten gekämpft, wer denn zuerst angreifen darf. Wer zuerst angreifen darf in dem Moment hat einfach den Vorteil. Da wir aber beide einen Ulfos-Vetramon haben und er keinen Bock hatte, tja, hat er es gelassen. Und wie gesagt, kann ich auch sogar relativ gut verstehen. Weil es im Endeffekt alles nur Glückssache ist in dem Moment. So, hier sehen wir das zum Beispiel. Einfach nur ein Agumon und ein Gabumon. Die auch mega viel aushalten im Vergleich zu dem, was sie eigentlich sollten als Rugi-Digimon. Selbst wenn sie auf Level 99 wären. Aber ja, dann wiederum, sie sind ja auch nur auf Level 50. Also es wird ja alles auf Level 50 gesetzt. Also es ist teilweise echt merkwürdig, wie viel manche Digimon da aushalten. Und deswegen habe ich halt mal nachgeguckt, weil es konnte einfach nicht sein. Es kamen Gegner mit drei Digimon und die haben einfach mega viel ausgehalten, während sie mich mit einem Schlag dann teilweise weggerotzt haben. Dann habe ich mir halt gedacht, was ist denn das? Habe ich irgendwas falsch gemacht jetzt beim Training oder sowas? Ah, nee, das passt alles. Das sind einfach nur solche Trainer, die einfach stärkere Digimon haben. Die haben dafür halt nur drei, aber es sind halt einfach nur solche Bots im Endeffekt. So. Schauen wir mal, ob wir nun wirklich noch einen Kampf bekommen. Aber ansonsten, ja, war es das eigentlich auch. Ich werde vielleicht nochmal mit diesem Team jetzt hier durchs Ende durchspielen. Und mir nochmal das Ende angucken. Mal schauen, wie ich den Boss mit dem Team jetzt im Endeffekt lege. Und mir vor allem nochmal das Ende reinziehen, weil meine Güte, war das Ende gut. Hier, das Team zum Beispiel ist richtig nervig. Da habe ich auch keinen Bock gegen zu spielen, tatsächlich. Das ist richtig ekelhaft zu spielen. Alles Virus-Digimon, das ist ganz okay, aber die halten halt mega viel aus. Das ist einfach nicht mehr lustig. Also ich brauche teilweise drei Acceleration-Boost Tornado-Angriffe, um das Platinum Numemon zu besiegen. Das ist einfach unnormal. Dann arbeiten die sehr viel mit
mit dem Bug, also dass man die Schwächen ändert. Und dann habe ich eigentlich nichts mehr richtig Gutes, um sie zu besiegen. Weil ich habe sehr viele Daten-Digimon dabei und zwei Virus-Digimon, zwei Vaccine-Digimon. Sobald die mit dem Bug belegt sind, die beiden Vaccine-Digimon, hatte ich halt überhaupt nichts mehr. Das war dann im Endeffekt nur noch Machine-Dramon gegen, ich glaube gegen Rosemon Burst Mode, aber ja, da war dann halt natürlich das Problem. Ich habe noch versucht zu vergiften, aber das klappt nämlich auch nicht. Bei solchen Digimon, bei solchen Kämpfen gegen Bots, ist nämlich die Wahrscheinlichkeit, dass man die Gegner irgendwelche Statusveränderungen zugibt, sehr gering. Also meistens klappt es gar nicht. Warum auch immer, die sind einfach immun dagegen. Was ziemlicher Bullshit ist, aber ja. Wer weiß, was da der Grund dafür ist. Was auch noch eine Idee ist, die ich tatsächlich habe, ist, Shine Greymon Burst Mode mitzunehmen. Wenn ich es halt jetzt weitermache, im Endeffekt, dass ich jetzt vorneweg eben Ulfos Vetramon mache mit der Taktik, die ich jetzt habe, oder besser gesagt zwei Ulfos Vetramon und eben noch ein anderes Digimon. Versuche mit Panic Wisp und Schlafending dann irgendwie die Gegner zu nerven. Und falls die dann halt doch mal weg sind, dann kommen halt ein, zwei Shine Greymon und dann hauen die halt ihren Final Angriff raus und der macht halt trotzdem mega viel Schaden, egal was du da draußen hast. Und meistens können die dann schon aufräumen, wenn du dann noch ein, zwei Digimon im Hinterhand hast, die auch noch gut sind. Dann hat sich das schon wieder. So, als letztes Digimon, wenn man, so wie ich jetzt 7 dabei hat, das letzte, siebte Digimon dann halt eins, was einfach mal ein Full Revival hat. Oder Perfect Revive, ja. Solange du dann noch zum Angriff kommst, wenn dein letztes Digimon sozusagen ausgenockt wird von der Gruppe. Sobald du dann den Zug kriegst mit dem Rosemon Burst Mode, dann zack, bumm, alle leben wieder, beziehungsweise die zwei leben wieder. Und dann kannst du von mir auch noch auswechseln und dann nochmal wieder beleben. Oder aber vielleicht ist dann gar nicht mehr so viel übrig und du kannst ihn einfach finishen. Das wären jetzt so meine Überlegungen, wenn ich denn jetzt komplett kompetitiv hier jetzt was machen würde, nachdem ich jetzt ein bisschen Erfahrung habe im Kolosseum und mich halt auch ein bisschen online darüber informiert habe, was denn hier überhaupt abgeht. Aber ja, man sieht schon, es kommt gerade überhaupt nichts mehr. Deswegen würde ich sagen, lassen wir es einfach sein. Ich hoffe, euch hat dieses Projekt gefallen. Mir hat es unglaublich viel Spaß gemacht. Wie gesagt, der Multiplayer jetzt am Ende war ein bisschen der Letdown. Aber Digimon, was die Story angeht, ist einfach jedes Mal wieder gut. Das war Digimon World 2003, hatte schon eine richtig gute Story. Meiner Meinung nach. Auch wenn es ein bisschen kindlich vielleicht war, aber es war schon eine coole Story. Es hat mega viel Spaß gemacht, das Spiel damals. Digimon Adventures, braucht man nichts dazu sagen. Damals das PSP-Spiel, was wir gespielt haben. Weil es ist halt einfach die Story aus dem ersten Teil mit extra. Und jetzt Digimon Story Cyber Sleuth. Einfach eine mal komplett andere Geschichte um Hacker und den Cyberspace. Mal gar nicht mit die digitale Welt selbst. Da sind wir wirklich nur ganz am Ende im Endeffekt reingekommen. Sondern die Digimon haben tatsächlich eher die echte Welt infiltriert und überfallen. Und wollten diese auslöschen tatsächlich. Und das war mal eine ganz interessante Sache. Dann natürlich die ganzen Royal Knights. Bis auf Imperial Tower und Paladin Mode, was man einfach nur in der einen Challenge dann besiegen musste. Aber ja, mir hat das Projekt mega viel Spaß gemacht. Es war eine tolle Geschichte. Es hatte ein richtig gutes Ende, meiner Meinung nach. Es hatte tolle Charaktere. Nokia, einfach nur dieser... Man denkt, er ist so anfänglich nervige, nutzlose Charakter, die dann am Endeffekt aber wirklich an sich arbeitet und zwar immer noch ein bisschen merkwürdig drauf ist, aber sie halt wirklich ihr Ding durchzieht. Sie schafft Omnimon wieder zu seiner Kraft zurückzuhelfen, im Endeffekt, weil sie war dafür definitiv mitverantwortlich, dass Omnimon als Royal Knight dann wieder zurückkommt. Und sie hat halt die Hacker zusammengebracht zu den Rebellen und hat dann im Endeffekt diese Hackergruppe geleitet. Und versucht, den Digimon, die in die echte Welt gekommen sind und eigentlich gar nicht die Welt zerstören wollten, einfach nur denen zu helfen. Also definitiv eine richtig gute Rolle. Arata, welcher uns immer wieder geholfen hat und von dem man eigentlich dachte, er ist eine der besten Hilfen, die wir haben. Aber der innerlich trotzdem so kaputt war und machthungrig war, weil er halt damals diese Probleme hat und zweimal erst bei Yugo und dann nochmal bei seinem eigenen Team dastand und nicht stark genug war. Einfach nur versessen, dann stärker zu werden und sich... zu Edo anzuschließen und komplett durchzudrehen, bis wir eben halt wirklich mal eine reinhauen. Und Yuko, welche auch erstmal komplett merkwürdig und zurückhaltend war und dann irgendwann mittendrin kriegen wir auf einmal mit, dass sie total böse werden kann. Black-hearted Yuko und so, sage ich nur.
Das war schon lustig. Ja, und dann natürlich Hugo, von dem man viel nicht viel gesehen hat. Die ganze Geschichte, dass wir direkt zu Beginn diesen komischen Flashback hatten oder sowas, wo wir die ganzen Kinder sehen. Und überhaupt nicht wusste, was da los ist. Das war teilweise richtig creepy. Aber im Endeffekt stellt sich halt raus, es waren unsere Erinnerungen, die wir weggeschlossen haben. Und dass wir halt in dieser digitalen Welt waren und mit ansehen mussten, wie einer unserer Freunde halt von so einem Eater einfach verschlungen wird. Das war dann halt schon ganz schön krass, aber dass man halt immer wieder diese Anspielung hatten. Wir hatten immer wieder diese Bilder von den Kindern vor Augen, bis dann irgendwann die Kinder tatsächlich mal Farbe in die Haare bekommen haben und wir wirklich sagen konnten, das könnte eine kindliche Version von uns sein, das könnten kindliche Nokia sein, das könnten kindliche Arata sein. Und dann kam ja diese Vermutung mit auf und dann kam ja dieses Gerücht vor 8 Jahren und Digiwelt, vor 8 Jahren ist was in der, seid ihr in die Digiwelt gekommen und habt die Eater mitgebracht. Und da war dann eben schon meine Theorie da, dass vielleicht wir vor 8 Jahren unsere Gruppe da hingekommen sind und deswegen kannten halt Agumon und Gabumon auch Nokia, weil die halt uns damals schon getroffen haben. Das war echt ein cooler Twist. Dann hatten wir noch natürlich die Nebencharaktere so ein bisschen mit Kyoko, welche tatsächlich Alphamon war, auch interessant. Wir hatten einfach den besten Charakter, Rina. Und ich muss irgendwie meine Hände an das Digimon Redigitize Decode kommen, damit ich Rina spielen kann, weil in diesem Spiel kann man Rina spielen. Und das muss einfach sein, weil Rina ist einfach ein toller Charakter. Sie gefällt mir einfach vom ganzen Style her. Ich bin ja auch, was Vocaloid angeht, ein riesen Gumi-Fan. Ich liebe Gumi von der Stimme her, ich liebe auch ihr Artwork und alles. Und Rina sieht halt einfach 1:1 aus wie eine Version von Gumi. Mehr brauchen wir halt dazu schon gar nicht sagen. Und dann halt dieser Charakter, dass sie halt einfach nur... Sie geht einfach hin und tritt einen der 7 tödlichen Digimon ins Gesicht, weil sie dachte, hey, komm, er passt gerade nicht auf. Total geil. Ah, ein bisschen sehr hyperaktiv, aber trotzdem. Ich mag sie. Dann natürlich noch Sayo, welche dann bei den letzten Quests dann dazu kam. Von ihr haben wir natürlich charaktermäßig nicht viel gesehen, außer dass sie sehr hochgestochen ist und uns nicht viel zutrauen wollte. Aber am Ende war sie dankbar, dass wir ihr geholfen haben. Mirei, die immer sehr mysteriös das ganze Spiel war, am Ende dreht sie irgendwie durch und macht einen Mega-Monster-Emon. Okay, das war auch sehr gut. Und ich kann hier nicht mal irgendwie raus aus dem Ladescreen, das ist ein bisschen blöd. Als das letzte Mal passiert ist, habe ich dann im Endeffekt das Spiel beendet. Weil es einfach nicht mehr weiterging. Ja. Es gibt so viele Digimon, es macht so viel Spaß, das zu spielen. Man könnte die Story nochmal durchspielen und einfach nur weiter trainieren und alles wegwaschen. Macht jetzt aber nicht so viel Sinn. Ich werde es bestimmt nochmal irgendwann durchspielen, einfach weil die Story richtig, richtig gut ist. Wie gesagt, ich werde wahrscheinlich noch den Endboss nochmal fertig machen. Und mir nochmal das Ende ansehen und nochmal alles ein bisschen über mich ergehen lassen. Ja, wir selber mit unserem Cyberkörper natürlich auch. Sehr interessant. Am Ende noch kurz davor fast tatsächlich unsere Existenz aufzugeben. Und ich finde es ein bisschen schade, dass man nicht 2 Enden hat machen können. Denn Alphamon hat uns ja tatsächlich die Wahl gestellt im Endeffekt. Du könntest eigentlich hier bleiben und mir beiseite stehen als digitales Wesen. Und wir könnten in der Digi-Welt weiterhin Partner sein. Das wäre auch ein cooles Ende gewesen, meiner Meinung nach. Natürlich hätten die anderen uns dann vermisst und hätten uns noch weiterhin gesucht und sowas. Aber vielleicht hätte man da irgendwie zeigen können, hier, ich bin in der Digi-Welt, mir geht's gut. Im Endeffekt ist es dann halt aber so ausgegangen, im Endeffekt, dass sie die ganzen Partikel zusammengesammelt haben von unserer Seele oder von unseren mentalen Daten. Und uns dann wieder zurück in unsere Welt geschickt haben. Was auch ganz okay war. Anscheinend haben wir dadurch mentalen Schaden allerdings bekommen, dadurch, dass Kyoko irgendwie die Erinnerung mit dem Kaffee an uns hat. Irgendwie haben wir anscheinend dann die Kaffee-Habits von Kyoko übernommen, von Alphamon. Ja. War aber echt ein tolles Ende. Kann ich nur immer wieder sagen. Ich mag dieses Spiel wirklich. Es hat sich gelohnt. Und ich habe mich echt gefreut. Ich hoffe, ich konnte hoffentlich, wenn es nur einer ist, dem ich zeigen konnte, dieses Spiel ist toll. Und ihm auch damit eine Freude bereiten konnte, weil, wie gesagt, mir ist dieses Spiel durch diesen einen einzelnen Playthrough schon so sehr ans Herz gewachsen. Es war einfach mal wieder ein richtig, richtig gutes Digimon-Spiel. Und ich bin mega froh, dass es nach Europa gefunden hat, weil das kann man bei Digimon-Spielen nie genau wissen. Also,
Ich beende damit das Spiel, weil es bleibt leider hängen. Geh nochmal in den Screen. Und würde sagen, ich hoffe, euch hat das gefallen, dieses Let's Play von Digimon Story Cyber Sleuth. Mir hat es mega viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Projekt wieder. Bis dann!